Hallo und herzlich willkommen zum letzten der Normalbosse. Dieses Mal geht es jetzt noch zu den vier Reitern. Ja gut, es sind ja dann vier. Und Baron Totenspur. Die vier Reiter sind die mächtigsten unter den Todesrittern. Das sollte unterhaltsam werden. Ja, sind sie wirklich, aber wir können sie sogar schon mit einem relativ einfachen Deck halt eben besiegen. Wir brauchen dieses Mal nicht keine besonderen Decks da dafür irgendwie zusammenbasteln. Noch nicht, das kommt jetzt dann nachher im heroischen Bereich. Aber jetzt gerade für die einfache Version habe ich jetzt hier mein normales Magier-Deck genommen, welches eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ihr seht es ja auch nochmal an der linken Seite. So. Gegen die vier Reiter. Ja, das ist gut. Wir werden eure Knochen zu Staub zermalmen. Ihr habt es so gewollt. Gut, ja, was nehmen wir? Den brauchen wir nicht. Die Waffe legt er ja nachher an, aber jetzt am Anfang nicht. Solange sie nur einen Schaden macht, da brauchen wir sicherlich keine Us drin haben. Eindringlich. Kehrt um, solange ihr noch könnt. Okay. Und die Taktik, die wir nehmen, dafür ist eigentlich ganz simpel. Wir müssen nur probieren, alle vier relativ zeitgleich umzuhauen. Und dann sind auch gerade die Geheimnisse, die er ausspielt, auch kein Problem. Da er sonst halt eben sich sehr, sehr gern halt eben einen Buff ausspielt, der seine Waffe bufft oder ja, ähnliches. So, beziehungsweise darüber hinaus hat seine Waffe, wenn er sie jetzt nachher dann spielt, auch die Eigenschaft, dass wenn die anderen drei tot sind, dass sie dann nochmal Drehschaden extra macht, was auch recht schnell tödlich sein kann, weil er uns meistens immer ins Gesicht geht, wenn wir keine direkten Tanks haben. So, auf welchen gehen wir? Wir nehmen den mittleren, dann haben wir den schon mal schön auf Dreh runtergezogen. Was anderes können wir eh gerade nicht machen. Er legt sich die Waffe und hier seht ihr es auch nochmal, erhält plus 3. Gut, wir kriegen weiterhin nur einen Schaden rein, das ist okay, damit können wir leben. Der ist zu groß, der bringt uns nichts, aber wir können hier den linken schon mal zum Schäfchen machen. Dann haben wir da schon mal Ruhe durch Buffing. Hätte ich eigentlich auch aufheben können bis zu einem besseren Zeitpunkt, fällt mir jetzt gerade auf. Wenn er die Raid nochmal zwischendurch wafft. So. Wasserelementar. Nee, ich kopiere mir einfach den Raider. Und er hat natürlich das Geheimnis, dass er mir dann weghaut. Okay, schade. Den haut er mir eh jetzt dann gleich weg. Aber ist okay, wir haben ja immer noch 19 Leben. Der Rest geht wieder voll ins Gesicht. Nächste. Ja, spielen wir den hier und hauen das Schäfchen weg. So, und genau hat jetzt hat er den Rächer halt eben, womit er den anderen halt eben hochbufft. Und jetzt macht er mir nicht nur 4 Schaden, sondern macht 6 Schaden eventuell. Aber Gott sei Dank nimmt er das Ei hier weg, aber kann es uns gleich weg zerstören. Und den macht er auch weg. Okay. Also er hat schön aufgeräumt, kann man nichts anderes sagen. Aber wir können ihm seinen Kumpel hier wegnehmen. Und haben damit nur noch einen. Das Geheimnis hat er dieses Mal Gott sei Dank nicht ausgespielt in der Runde. Und jetzt müssen wir nur noch den letzten wegnehmen. Oh, er hat nochmal einen. Wie viel Schattenwortschmerz hat er denn auf der Hand? Das gibt's doch nicht. So, nächste Runde. Wir können Yeti gemeinsam mit einem Tank zum Tank machen. Okay, das Geheimnis war nicht da, dass er uns runtersetzt. Dann machen wir hier, dann waschen wir uns hier einen Tank. An dem er erstmal vorbeigehen muss. Und er belegt, ja, wenn ihn irgendjemand nervt, dann belegt er ihn immer mit diesem Todesröcheln. Oh,
okay, und haut sich jetzt komplett die Geheimnisse rein. Ja, dann können wir seinen Kumpel jetzt hier gleich wegmachen. Wir würden ja eh sterben. Dann machen wir einmal Hippa. Und spielen nochmal extra einen Ogre. Ah, und hat wieder den Einsatz. Ja, macht nichts. Er muss ihn trotzdem angreifen. Er muss ja irgendwie an ihm... Ja, oder er macht es da drüber. Okay, er räumt alles komplett auf. Aber hat jetzt auch nur noch zwei Karten. Und sein Schild ist weg. Also sieht eigentlich sehr, sehr gut für uns aus. So, Antigo nimmt drauf. Und das hier ins Gesicht. Das war nicht genug Mana. Okay, den können wir eh nicht. Dann hauen wir uns eine Barriere rein. Das ist okay. Aber er hat nicht direkt was, was er ausspielt. Ach, jetzt zieht er es natürlich. Und, aber wir haben ja trotzdem immer noch hier unseren Zweier liegen. Ah, sehr schön. So. Einmal ausspielen. Den hier ins Gesicht nochmal einmal extra. Und den spielen wir auch noch rein. Komm. Was ist jetzt los? Ach nee, kein... Ach komm. Ist jetzt Internet abbrochen oder was? Ja, geht irgendwie nicht. Schrott. Ja, immer wenn ich gerade auf der Siegesstraße bin, dann passiert natürlich sowas. Ja, da kommt's. Ganz klasse. Okay, also ich hoffe, es geht gleich wieder. Toll, Telekom. Danke vielmals. Okay, ist wieder da. Na komm, sei lieb. Mach's rein. Okay, wir können weiterspielen. Sind jetzt allerdings wohl nicht mehr angemeldet. Er friert uns. Ach, okay, den friert er uns ein. Wird wahrscheinlich hier den... Ui, haut sich komplett nochmal eins drauf. Ah, und nimmt er uns wieder drauf. Hat allerdings nur noch ein Leben, das heißt, jetzt können wir das Ganze beenden. Die Agentumsknappin brauchen wir gar nicht mehr. Und können ihm damit direkt ins Gesicht gehen. So, hepp. Und die Runde ist geschafft. Die vier Raider sind also im Normalmodus eigentlich kein Problem. Ich bin schon sehr gespannt auf den heroischen Modus. Und wie ich es hasse. Naja, was soll's. Wir starten einmal neu. Und ihr seht... Na komm, sei lieb, starte. Es war langweilig ohne euch. Ich war doch nur ganz kurz weg. Und wir bekommen zum einen hier unsere beiden Karten. Für Militärviertel auch noch abgeschlossen. Ja. Und noch eine neue heutige Quest. Toll. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann gleich jetzt bei den Herausforderungen. Wo wir zwei sehr interessante Sachen bekommen werden. Ich hoffe es zumindest mal. Aber irgendwie mag ich die Herausforderungen sogar fast sogar noch lieber. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, bis nachher gleich. Ciao. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Thank you.
Der Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.